Gib mir die Blume. Bitte. Nix hier. Ich will sie nur kurz haben. Nix hier, wenn du schon so hier fieser lachst. Dir ist nicht zu trauen. Ich trau dir nicht über den Weg, nicht über den Pinselstrich. Herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Eep. Ihr 93 Stuhl, wir sind im roten Saal, das sieht man ja auch. Und im letzten Teil haben wir auch schon gesehen, jetzt in dieser kunstvollen Welt, da darf man nicht hier einfach blindlings allen Gemälden und Kunstwerken vertrauen, weil man weiß nie, sind die einem freundlich gesinnt, wollen sie einem weiterhelfen, muss man da irgendwelche Voraussetzungen erfüllen oder wollen sie einem langsam aber sicher an der Seele und am Leben nagen, jo. So, hier in dem Raum, da habe ich es ja gesehen, hier fehlt eine blaue Rose. Und hier ist ein Schlüsselloch. Verschlossen. Hallo? Das Fenster ist so stark beschlagen, dass du nichts sehen kannst. Ich erinnere mich daran. Es ist Jahre her, aber solche Sachen, besonders in Horrorspielen, bleiben bei mir einfach hängen. Wir werden da nochmal rein müssen und da wird das Gemälde rauskommen. Und ich glaube, wir werden jetzt in dieser Ausgabe, könnte es gut sein, dass wir den, dass wir unseren Freund kennenlernen. Da ist er ja! Hey! Muss ich Mond-zu-Mond-Beantwortung machen? Moment. Oho, er wird es überleben. Da liegt jemand auf dem Boden. Ansprechen, leicht auf die Schulter klopfen, beobachten. Ansprechen. Es tut so weh. Er scheint Schmerzen zu haben. Leicht auf die Schulter klopfen. Er scheint große Schmerzen zu haben. Was soll ich denn machen? Lebendiger Berg. Doch von dem kommst du aber sicher nicht, oder? Spuckst du wieder? Die Zunge wackelt hin und her. Jetzt habe ich die Zunge und jetzt schneide ich die Zunge. Hab und kann mir meine Briefumschläge hier damit zukleben. Ich sehe dich. Kunst. Hallo? Eine Statue ohne Kopf. Kann ich eigentlich rennen? Ich glaube nie, dass ich rennen kann in dem Spiel, oder? Das ist, glaube ich, nur an manchen Stellen. Ja, was soll ich tun? Ah, Moment! Heißt es, der hat die Blume noch gar nicht? Ich dachte, er hätte sie sich genommen. Auf dem Boden liegen Blütenblätter verstreut. Ach so, die Dame im Blau. Ach, die hat sich mitsamt der Blume hier verbarrikadiert, hä? Und ich muss ihr, und ich... Verschlossen. Und ich muss ihr das nehmen, damit er Lebenskraft kriegt. Verlassene Höhle unter einem Tuch. In der Vase ist kein Wasser mehr. Wenn du die Rose, so wirst auch du, die Rose ist dein, spüre die Last des Lebens. Ja, es klingt so danach, vielleicht wurde ihm, wobei, es wurde doch, glaube ich, beschrieben, dass die Gemälde, also auch die, besonders die Damen wollen das, was ihnen nicht gehört, was die nicht haben, das heißt, ihm wurde die Blume genommen, der ist wahrscheinlich in einem anderen Abteil der Kunstgalerie, wurde der hier, gespawnt, so wie ich. Beobachten. Bei genauerem Hinsehen entdeckst du einen Schlüssel in seiner Hand. Guck an, man muss also wirklich alles machen. Nimm den Schlüssel. Kleiner Schlüssel erhalten. Hallo? Er scheint große Schmerzen zu haben. Vielleicht hat er aber auch nur einfach Durst. Immer wieder trinken, ist wichtig. Nicht nur für die Blumen. Einmal speichern. So, ich habe den Schlüssel. Aber ich traue mich nicht. Kleiner Schlüssel benutzt. Die zupft da jetzt die Blütenblätter aus und das kostet ihm ja Kraft. Wie die guckt. Ich mach wieder weiter. Servus. Autsch. Na warte, die Blume ist schon eine Rose mit nur wenig Blütenblättern. Blaue Rose halten. Da komm her, du.
Ella Badge, du kannst keine Türen öffnen, aber du kannst durch die Scheibe kommen. Die Vase ist kein Wasser mehr. Ella Badge, Ella Badge, Ella Badge. Ich weiß, du kannst keine Türen öffnen. Aber hier ist Wasser drin. Eine Vase voller Wasser. Die blaue Rose drin platzieren. Die blaue Rose hat sich erholt. Und jetzt die rote Rose. Die rote Rose hat sich erholt. Ah, Moment. Ach so, manche Vasen, da kann man... Da kann man dauerhaft sich wohl heilen. Aha, 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 so war das gewesen. Nanu? Der Schmerz ist weg. Hm? Ha! Was ist denn jetzt wieder? Ich habe nichts mehr! Was? Bist du etwa eine Person aus der Galerie? Also, gut, also... Ich bin nicht keins der Kunstwerke. Oder willst du sagen, dass ich hübsch bin? Nein, ich bin normaler Mensch. Du warst auch dort, oder? Ein Glück. Ich bin ja also nicht allein. Ja, stell dich doch mal vor. Ich weiß ja, wie du heißt, aber stell dich doch mal den Leuten vor. Verstehe. Du hast also auch keine Ahnung, was hier los ist. Oh, die Musik. Hab ein bisschen die Ohren verstopft. Das geht mir genauso. Vor allem diese Rose. Wenn sie Blütenblätter verliert, fängt mein ganzer Körper an zu schmerzen. Gerade eben dachte ich, es wäre aus mit mir. Danke, dass du sie mir zurückgebracht hast. Ah, also wirklich, die Dame hatte sie ihm geklaut. Gut, jetzt eins nach dem anderen. Suchen wir nach einem Weg, hier rauszukommen. Ich will endlich weg von diesem Ort, sonst werde ich noch verrückt. Ach ja, wie heißt du eigentlich? Oh, und da haben wir den Namen. Unser lieber Freund, der Gary. Also nicht wie die Katze. Miau. Ich glaube, du schreibst nur mit einem R, sondern Gary mit Doppel-R. Und du? Ib? Interessanter Name. Ja, also der Gary redet, aber wir reden anscheinend nur mit ihm, aber wir hören sie nicht. Im Grunde, das Einzige, was wir von der Ib hören, sind ihre Gedanken, wenn sie hier Sachen anschaut. Du solltest wirklich nicht alleine herumlaufen. Du bist ja noch ein Kind. Ich passe schon auf dich auf. Los, gehen wir. Da! Oh, Gary. Gary, wir sind wieder auf einer Wellenlänge. Hä? Da! Ich habe mich nur kurz erschreckt. Das ist alles. Egal. Hier sind viele komische Dinge. Dinger, pass mir gut auf. Ansprechen, genau. Und das ist jetzt ganz wichtig, denn, das habe ich noch im Kopf, es gibt verschiedene Enden, die man erreichen kann, je nachdem, ob man bestimmte Aktionen durchführt oder nicht durchführt oder ob man sich bei manchen Sachen hat man mehrere Auswahlmöglichkeiten, für welche man sich entscheidet. Und um ein gutes Ende zu bekommen, ich glaube sogar das Beste, muss man mit dem Gary so oft wie eine bestimmte Anzahl reden. Also reden wir doch mal ein bisschen mit dem Gary. Stimmt, vorher war es ja, glaube ich, so gewesen, man konnte ihn nur in bestimmten Situationen ansprechen, wenn der halt außerhalb unserer Gruppe war. Aber jetzt haben wir extra eine Taste. Bleiben wir zusammen, bis wir den Ausgang finden. Okay, anscheinend... Also ich weiß, Entschuldigung, dass er manchmal dasselbe sagt, aber man muss halt hier und dort reden. Also ich muss mir angewöhnen, mit Gary zu reden. Vielleicht, wenn ich mit verschiedenen Sachen interagiere, vielleicht sagt er dann was dazu. Hä, Kunst? Hm? Was ist los? Ach, du kennst dieses Wort nicht? Da steht abstrakte Kunst. Ah, der übersetzt es jetzt für uns. Das ist ja toll. Reicht dir das? Und was bedeutet das? Was es bedeutet? Weißt du, das heißt, es ist eben abstrakte Kunst. Wie würde ich abstrakt bezeichnen? Abstrakt ist etwas, man kann es nicht wirklich einsortieren. Es ist einfach, es ist nichts Konkretes, also etwas, was man genau erkennt, sondern es ist abstrakt. Da sieht jeder etwas anderes drin. Irgendwie so. Naja, egal. Ich helfe dir jederzeit, wenn du mal nichts weißt. Bleiben wir zusammen, bis wir den Ausgang finden. Okay, kann ich nochmal mit dem reden? Hallo? Die Zunge wackelt hin und her.
Lebendiger Berg. Kann ich nochmal zurückgehen und mit den Sachen hier reden? Hallo? Da. Rauchender Aristokrat. Herzschlag. Straßenmuster. Offen. Ich könnte jetzt überall zurückgehen. Ganz ehrlich, ich will das mal versuchen. Weil was sagt er hier? Seelenverzerrendes Gedränge. Weil da haben wir das Wort auch nicht verstanden, oder? Ah, interessant. Atem. Ich kann jetzt den ganzen Weg zurückgehen, sagt er eigentlich. Die Beleuchtung hier ist irgendwie seltsam. Ach, jetzt sagt bloß in jedem Raum, sagt er was anderes. Was für ein Riss. Ist etwas herabgefallen? Aber ich sehe oben nichts. Guillotine? Herr Jemini, ich krieg Gänsehaut. Das ist ja cool. Das mache ich. Ich gehe zurück und schaue mir die verschiedenen Dinge an. Moment. Gary, was sagst du zu dem schönen Mündelein? Hier könnte man sich glatt verlaufen. Das habe ich beim letzten Mal nicht gemacht, dass ich hier dann nochmal zurückgelaufen war. Herr Jemini, hängende Puppen? Solche Avantgarde-Kunst werde ich wohl nie wirklich verstehen. Avantgarde, den Begriff kenne ich, aber das ist eher so... Was heißt das genau? Avantgarde-Kunst. Ja? Was steht hier? Gerade als du es vergessen hattest. Hier kann man sich glatt verlaufen. Unausgeglichene Kiste. Die Zunge wackelt hin und her. Was fällt dir ein? Du hast mich doch angespuckt, oder? Es ist gefährlich, davor zu stehen. Ich werde vielleicht wieder eingesabbert. Das wollen wir doch lieber mal hier die Hände winken lassen, hä? Lieber mal speichern. So, wir haben jetzt den lieben Gary an unserer Seite. Hallo? Was war das? Achso, das war das Schreibgeräusch. So, was sagst du denn hier, Gary? Vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber dieser Raum riecht irgendwie nach Fisch. Hast eine gute Nase. Du hast die versteckte Person gefunden. Was ist eigentlich, wenn ich das hier anklicke? Unter dem Vorhang befindet sich ein Schalter. Ich könnte was verlieren. Aber das mache ich lieber nicht. Aber wenn ich davor stehe... Okay. Also der Gary sagt anscheinend immer nur was zu den Räumen. Ha! Die Wand hat ja Augen! Was ist das bitte? Eine Katze? Stimmt. Sieht schon irgendwie so aus. Stell dir vor, würde mir auch noch folgen. Vorsicht, da hat sich was bewegt. Was? Er kennt euch? Er hat dir geholfen, den Schlüssel zu bekommen? Verstehe. Hier gibt es also auch hilfreiche Dinge. Ja. Und hast du schön Stuhlgang gemacht? Das ist schön. Ich werde gucken, wie weit ich jetzt mit dem zurückgehen kann. Die Bewegungen dieser Hände sind so gruselig. Es ist, als hätten sie einen eigenen Willen. Ja, und sie wollen einfach nur haben. Na, Meise, wie geht es dir? Was ist das für ein schwarzer Müll? Wen nennst du hier Müll? Ganz schön frech für so eine riesige Bohnenstange. Tuschi! Was? Ich suche nach meinem Bild. Verschwinde und stör mich nicht. Ib, darf ich da mal drauf treten? Das wäre furchtbar. Ach, sei mal nicht so fies. Du hast sie doch auch beleidigt als Müll. Wenn du willst, aber nur dieses eine Mal. Das wäre jetzt ein Punkt gewesen. Hätte er jetzt hier auf die Ameise getreten, das wäre schlecht gewesen. Oh, hier hast du also deine Rose gefunden. Ziemlich weit weg von dem Ort, wo wir uns trafen. Gut, dass du es zu mir geschafft hast. Der geometrische Fisch. Du verstehst dieses Gemälde nicht. Oh, okay, da sagt er nichts anderes. Da erklärt er nichts. Bist du noch hier, Dame? Habe sich hier was verändert? Nein, du guckst ja immer noch blöd. Ihr Gesichtsausdruck. Die Frau springt nicht aus dem Gemälde, oder? Nein, komischerweise die nicht. Vielleicht hat die zu viel Kraft aufgebracht und kann daher ihr Gemälde nicht mehr verlassen, was weiß ich. Also, das fand ich jetzt richtig schön, dass man nochmal zurückgehen konnte, wirklich den ganzen Weg zurück und hat dann nochmal hier die ganzen Reaktionen vom Gary gekriegt. Das hat mir doch sicher ein paar Pluspunkte gegeben für die Interaktion. Okay, kommt die Guillotine eigentlich nochmal runter?
okay, also einmal gefallen und dann ist nichts mehr. Sehr gut, sehr schön. Und der Gary übersetzt uns für uns die Wörter, die wir nicht kennen. Schön, schön, schön. So, einmal durch, an der roten Dame vorbei. Und hier vorbei und dort vorbei. Oh, nochmal gespeichert. Okay, und nun mit Eve und Gary im Gepäck, da geht's jetzt weiter Richtung Osten. Eine Statue ohne Kopf. Das Ding ist irgendwie im Weg. Geh mal kurz zur Seite, Eve. Und weg mit dir! Na, der hat die Mookies. Jetzt können wir durch. Gehen wir. Ich kann auch schwere Objekte wegschieben. Los, gehen wir. Sehr schön, sehr praktisch. Ah, die Hände. Oh, daran erinnere ich mich. Und bin wieder schicke angezogen. Trauernde Braut. Trauernder Gatte. Und was wollt ihr? Linke Hand der Braut. Rechte Hand der Braut. Ah, ich glaube, da muss man, glaube ich, einen Ring oder so hin tun, oder? War das nicht so? Einmal speichern. Bitte, wer? Wer oder was bist du denn? Etwas Seltsames versperrt die Tür. Anfassen, beobachten, Garys. Beobachten. Der Rücken hebt und senkt sich langsam. Es scheint kein Stofftier zu sein. Was bist du? Bist du riesige, flauschige Katze? Wollen wir mal anfassen? Miau! Oh je, alles in Ordnung? Wir sollten mal besser auf Sicherheitsabstand bleiben. Okay, das ist eine speige Katze. Oh, oh, da kommt noch... Ah! Ich... Ist das ekelhaft? Warum ist der Boden voller Augen? Und das eine Auge sieht auch nicht gesund aus. Kann ich damit interagieren? Ha, oh Mann. Was sollen diese ganzen Augäpfel? Kann ich... Ich will eigentlich nicht drauftreten. Oh, an dich erinnere ich mich. Du blaue Fratze, du. Ja, wolltest nur schnüffeln an meiner Rose. Ich gebe dir was anderes zum Schnüffeln. Ein Gemälde eines Eisbergs. Und da kommt ein Schiff dahin gedudet. Ja, das wird sicher gut ausgehen. Ein Gemälde einer weißen Schlange. Wo das Auge sein sollte, ist eine Kuhle. Ach so. Ich dachte, die sagt es, wo das Auge der Schlange ist, ist eine Kuhle. Okay. Ein Gemälde einer Kaffeetasse mit Kuchen. Ein verdrehtes Gemälde einer Frau. Eigentlich klar, aber hier sind echt viele Gemälde. Wenn Guatena jedes einzelne davon gemalt hat, wie viel hat er dann wohl in seinem Leben geschaffen? Sagst du hier was anderes? Nein. Okay, der sagt, also wenn man es anklickt, dann meistens ist es dann eine Beschreibung des Raumes. Warum hängt dieser Rahmen wohl so tief? Vielleicht ist es ein Spiegel. Hör dir die Aussagen der Teekessel an. Also erstmal durchspeichern. Und du, Katzenvieh? Ich glaube, dich lasse ich erstmal, weil wenn du ja piekst, dann piekst du auch den Gary, oder? Eine große Teekanne mit Text darauf. Wir gießen Tee nur in Tassen derselben Farbe. Macht Sinn. Hier sind Teekannen und Tassen in vier Farben. Teetassen halten nur an, wenn sie gegen etwas stoßen. Teetassen dürfen nicht aufgehoben werden. Teetassen können sich nur in gerader Linie bewegen. Gary, dein Kommentar? Es ist, als wären wir hier auf einem Tisch. Und das Bild? Geruchsempfindliche Stachelmiaunze. Geruchsempfindliche Stachelmiaunze. Komisch. Warum nicht Stachelmieze? Ich mag Stachelmieze. Stachelmiaunze? Ich glaube, ich tue mal zustimmen. Ich mag die Stachelmieze. Ach, das ist die da draußen, die Stachelmieze. Gut, dann nehmen wir Stachelmieze. Klingt wirklich süß. Er hat aber wirklich eine Vorliebe für komische Wörter. Kein Wunder, dass du sie nicht alle verstehst. Okay, also ich muss das hier irgendwie bewegen, um eine Minze zu kriegen, die Stachelmieze dann beruhigt. Wie war es nochmal gewesen? Sie halten nur an, wenn sie gegen etwas stoßen. Ach, so ist das. Wir gießen nur Tee. Also ich muss die an die richtigen Tassen stoßen. Ich kann sie nicht aufheben. Hip. Moment. Hip. 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 Hip.
Hip. Hip. Hm. Okay, okay. Okay, jetzt kann ich sie nicht mehr schieben. Dann muss ich hier resetten. Okay. Okay, okay, okay. Das wird jetzt ein bisschen hier mal wieder mein Gehirnschmalz hier in Anspruch nehmen. Also. Hm. Ah, Moment. Das ist ja klar. Hip. Gieße ein den guten Saft. Achso, die tun erst reingießen, wenn sie das alle haben, wenn alles drin ist. Mhm. Moment, ich glaube, ich hab's. Hip. 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 Okay, das ist schon mal richtig. Wie kriege ich jetzt die blaue Tasse da oben hin? Hip. Hip. Hm. Hip. Und hip. Und hip. Oh mein Gott, ich habe es! Es ist Teekränzchenzeit! Ja, tut er jetzt einschenken oder was? Geruchsempfindliche Stachelminze. Achso, Moment, die blaue muss ja noch hin. Hüpp. Klingeling. Der Raum wurde von Teearoma erfüllt. Und nu ist was rausgefallen. Ah, die Stachelmieze. Geruchsempfindliche Stachelmieze. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Das heißt, die hat jetzt ihren Platz verlassen, hä? Ach so. Da hängt der Schwanz raus. Moment. Erstmal speichern, bevor ich am Schwänzchen ziehe. Ich weiß ja nicht, was da passiert. Etwas hängt aus dem Rahmen heraus. Sieht wie ein Schweif aus. Aber warte. Das Ding vor der Tür ist weg. Jetzt können wir rein. Hängt was hängt raus? Das komische Ding ist jetzt weg. Schauen wir uns mal im Zimmer um. Okay. Daran kann ich mich nicht erinnern. Irgendwie an den Raum. Aber gut, es ist ein Remake. Ist klar, dass es hier auch neue Sachen gibt. Hä? Weil das mit der Stachelmieze kommt mir auch nicht vertraut vor. Weinsofa. Ein diagonal aufgeschnittenes Weinglas, in dem sich ein rotes Kissen befindet. Sieht nicht gerade bequem aus. Wirklich? Naja, du brauchst halt eine Leiter, um hochzukommen, aber ansonsten sieht es doch ganz gut aus. Ist das ein Ausstellraum für Skulpturen? Keines dieser Werke war in der Ausstellung zu sehen. Die könnten sehr wertvoll sein. Willst du dir jetzt etwa dein Huckepack nehmen und dann rausholen, oder was? Melancholie. Du weißt nicht, wie man dieses Wort ausspricht. Melancholie. Ein samer Ort würde jeder melancholisch werden. Das heißt sehr trübsinnig, oder? Also um es mit einfachen Worten auszudrücken. Puzzle. Ein buntes Skelett. Das ist aber nicht echt, oder? Ich würde sagen, an der Größe her ist es entweder ein groß gewachsener Mensch oder eher künstlich. Gefühl. Eine Baumskulptur, die der Form eines Menschen ähnelt. Eines Menschen? Was fällt denn so etwa... Wem fällt denn so etwas ein? Hm. Okay, hier ist aber nichts zu finden. Also ich weiß, also hier Wein, Melancholie, Puzzle und die Gefühle. Aha. Und nun? Hm, erstmal speichern sich jetzt sicher, oder? Können wir hier am Schwänzchen ziehen? Was meinst du, wo dieses komische Ding wohl hin ist? Hör dir die Aussagen der Tickers an. Okay. Was ist hier mit... Moment, ist das das Auge, was ich vielleicht rausnehmen soll? Ist dieses Auge nicht irgendwie blutunterlaufen? Kann ich überhaupt drauf treten? Kann ich nicht. Okay. Könnte das das Auge sein, was wir die Schlange brauchen? Aber wie kommen wir da rein? Ah ja, hier ist ja auch noch ein Raum. Hm? Was steht da? Verlasse den Raum und alles ist wie zuvor. Aha. Ach so, ich soll davor... Da muss ich irgendwie hinkommen. Ja, solche Schieberätsel kenne ich ja von Pokémon. Ja, und das war schon mal falsch gewesen. Wie komme ich da hin? Von welcher Seite am besten? Ich hab's. Bada bim, bada bum, bada bam. Dich ich hier mein Auge für sowas.
Da liegt etwas auf dem Stuhl. Augentropfen erhalten. Ah, so ist ein Augentropfen, natürlich. Ja, das ist ja der Punkt hier in dieser Welt, da ist ja alles real. Das heißt, wenn da ein blutunterlaufenes Auge ist, dann kann man da Augentropfen nutzen. In einer kleinen Flasche benutzt bei Augenschmerzen. Hier, gutes Auge. Das blutunterlaufene Auge schaut in deine Richtung. Zurückstarren, Augentropfen verabreichen. Wir wollen mal nicht unhöflich sein. Augentropfen verabreicht. Oh, das Auge ist geheilt. Aha. Ach, das schaut jetzt dorthin, wo was ist. Die Wand wirkt irgendwie seltsam. Geheimpassage gefunden. Hulala. Oh, was ist das? Vor dir liegt etwas. Roter Glasball erhalten. Das ist Auge. Das Auge der Schlange. Es starrt ohne zu blinzeln an die Decke. Naja, träumst halt von der nächsten Ebene, hä? Ein Gemälde einer weißen Schlange. Nicht so. Moment, ich will mir das mal anschauen. Schöner kleiner Ball leuchtet wie ein Edelstein. Eigentlich klar, aber hier sind nicht viele Gemälde. Okay, du sagst nichts Neues. Oder Glasball eingesetzt. Ach nö. Randale. Auf der Rückseite des Rahmens steht etwas. In der linken Hand des Skeletts. Ah, Geheimnis. Und du, ich rede mal mit dir. Blumen. Blumen sind so schön. Gib mir deine Blume. Dann dürft ihr hier durch. Gib mir die Blume. Bitte. Nix hier. Ich will sie nur kurz haben. Nix hier. Wenn du schon so hier fieser lachst. Dir ist nicht zu trauen. Trau dir nicht über den Weg, nicht über den Pinselstrich. Moment, was habe ich genau? In der linken Hand des Skelettes ist was. Am Finger des Skeletts leuchtet etwas. Ein Ring? Ah, den kann man wohl abnehmen. Silberring erhalten. Moment, an der linken Hand war was gewesen. Und jetzt muss ich den an die linke Hand der Braut dran, oder? War das nicht so? Linke Hand der Braut. Anstecken. An welchen Finger? Ringfinger, oder? Au! Der Ring ist abgefallen. Ah, verdammt nochmal, jetzt habe ich nicht aufgepasst. War er am kleinen Finger gewesen? Hat ein schönes, feines Muster etwas groß geraten. Etwas groß geraten? Hat man ihn... Moment, den Ring... Man hat ihn in der rechten Hand und steckt ihn an die... An der linken Hand war es, oder? An der linken Hand. Linke Hand, anstecken, kleine Finger. Aua. Gehören Ehringe nicht an die rechte Hand? Ja, danke, dass du es mir jetzt sagst, Gary. Wie wär's denn das, wenn... Hättest du mir auch schon beim ersten Mal sagen können, nachdem ich ohne dass ich den Schaden angenommen habe. Anstecken. Ja, dankeschön, Gary. Und schmeiß den Strauß. Oh, aber mich hat die Liebe immer noch nicht heimgesucht. Da liegt ein Blumenstrauß auf dem Boden. Blumenstrauß erhalten. Und wer will die Blumen haben, wer möchte sie schnabulieren? Das ist die blaue Fratze. Ein schöner Blumenstrauß. Der Anblick von Blumen beruhigt mich irgendwie. Ach ja, jemand wollte doch Blumen von uns, oder? Der gibt uns also auch noch Tipps, wie es hier mit dem Rätsel weitergeht. Praktisch. So, mein Freund, du willst was knabbern, bitteschön. Gib mir deine Blume, dann dürft ihr hier durch. Gib mir die Blume, bitte. Blumenstrauß übergeben. Vielen Dank, der riecht so toll. Zeit zu futtern. Hat gut geschmeckt. Danke, danke. Wie versprochen, könnt ihr durch diese Tür gehen. Macht's gut. Das ist der Punkt. Ja, sie wollen was, aber... Aber wenn man ihnen hilft, ja dann... Dann erhalten sie auch ihr Versprechen. Und oh...
dieser Moment ist bei mir auch in Erinnerung geblieben. Da weiß ich noch, da habe ich hier aus dem Stegreif dann einfach ein neues Liedchen hier angestimmt. Und da habe ich, was hatte ich damals gesungen? Das war von If You Wanna Be My Lover von den Spice Girls, aber dann habe ich das so umgedichtet halt mit I wanna get your out, this place is really creepy, I wanna get your out, but this isn't very easy, I wanna get your out, I find it kind of scary, I wanna get your out, thanks God I have my friend Gary, I wanna get your out. Und diesmal nicht so spontan, aber ich habe ein bisschen was einstudiert für diesen Moment, um das einfach, sage ich mal, gleich wieder zu bringen, die gleiche Stimmung. Okay. Erst lächelt der Typ und dann wird er... hat er jetzt gerade eben schon die ganze Zeit geguckt? Ah, da, der guckt jetzt, der guckt hier, der guckt die ganze Zeit. Und jetzt hat er gar keine Augen. Oh Gott, jetzt ist schon wieder Lampenfieber. Was wollte ich singen? Ich wollte was singen von Britney Spears. Hit me baby one more time. Oh baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? Oh baby, baby, I shouldn't have let you go. And now we're out of sight, yeah. Show me how you wanted to be. Show me, baby, cause I need to know now, because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe, when I'm not with you, I lose my mind. Give me a sign, hit me, baby, one more time. Psch, ow! Alles klar, jetzt haben wir uns auch alles schön angeschaut. Viele Damen hier. Viele, viele Damen. Ein Gemälde einer Frau. Sei vorsichtig, so ein Gemälde hat mich angegriffen. Das wusstest du schon? Ach so, natürlich. Da hast du ja von ihr meine Rose wiedergeholt. Unglaublich, dass du ihr entkommen konntest. Naja, der Trick ist, sie können keine Türen öffnen. Gemälde einer Frau. Wer bist du? Goldener Adler. Ja. Eine Statue ohne Kopf. Der Gehängte. Das war eines der Gemälde in der Galerie. Genauer ansehen. Oh. Neue Grafik. Schön, schön, genau. Und da kann ich mir jetzt was aufschreiben, denn der hat eine Zahl auf seinem T-Shirt. Die brauchen wir. Aber bedenket, es ist der Gehängte. Das heißt, es ist auf dem Kopf. Moment. 2569. 2569. Ansonsten wäre es nämlich 6952 gewesen. Aber das ist verkehrt. Das ist verkehrt. So. Eine Gemälde einer Frau. Warum sind hier so viele Gemäldefrauen? Oh, stimmt, hier ist doch später dann die Hölle los. Tanz im roten Kleid. Na, ein Todestango wird's vielleicht. Eine Gemälde einer Frau. Ja, die wollen alles haben. Die wollen alles hier haben. Gefährlich, gefährlich. Ein gefährlicher Ort. Ja, genau. Hier, jetzt erinnere ich mich, da wird alles zusammenbrechen. Was bist du denn, Elefant? Ein goldener Elefant, von dem eine Lampe herabhängt. Ist aber nicht so gut, wenn das dann über Zeitungspapier ist, oder? Zeitung lesende Dame. Man kann die Zeitung hier im Dunkeln kaum lesen. Habe ich irgendwas? Hey! Geh da weg! Ich kann die Zeitung nicht lesen. Oh, Entschuldigung. Entschuldigen Sie. Ich wollte Sie nicht stören. Der Kopf einer Schaufensterpuppe. Moment. Moment. Achten wir mal auf was. Der ist da weg. Guck an. Moment. War die Lücke vorher schon auch schon da oder ist die erst jetzt gekommen? Aha, hast du hier deinen Minion ausgesendet, um mich hier zu beschatten? Was? Hast du einen fallenden Weg gefunden, hä? Gib dir 4 im Gemälde versteckten Ziffern ein und klopfe an. 4 Ziffern. Ihr Gemälde versteckt. Es gibt wohl einen Hinweis in einem Gemälde. Haha, das habe ich schon. Die in die Leere schauende Frau. Dieses Gemälde hat irgendwas an sich. Es wirkt anders als die anderen Damen. Die pechschwarzen Augen sind total gruselig. Ich halte lieber Abstand. Und was ist hier unten? Wächter der Zeit.
Auf dem Ziffernblatt sind Buchstaben aufgetaucht. Gib mir ein Blatt von deiner Rose, dann rette ich dich, wenn du in Gefahr bist. Was sollen wir tun? Gary, dein Rat? Was? Ib, glaubst du dieser Uhr? Tut mir leid, ich kann das nicht. Ich will keine Blätter abgeben. Wie schade. Und was ist das? Eine Kiste blockiert die Tür. So kommen wir da nicht rein. Ah, schau. Die Kiste ist mit dem weißen Käfig verbunden. Wenn wir den Käfig runterziehen, wird sie angehoben. Ah. Und ich dachte, das wäre eine Falle. Ein weißer Käfig hängt von der Decke herab. Also müssen wir nur den Käfig runterholen, oder? Hä? 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 Tut mir leid. Mit roher Gewalt kommen wir wohl nicht weiter. Da muss wahrscheinlich eine weiße Taube oder so rein. Ich speichere mal und probiere aus, was passiert. Wächter der Zeit, gib mir ein Blatt von deiner Rose, dann rette ich dich, wenn du in Gefahr bist. Rosenblatt geben. Geschäft abgeschlossen. Aua. Ich habe das Gefühl, das muss ich machen, damit ich ein Rätsel überstehe. Aber das Problem ist, ich kann jetzt nur noch einen Treffer einstecken. Ich kann gar keinen Treffer einstecken und dann bin ich tot. Bitte was? Achso, das ist durchgängig, durchlässig. Was war die Zahl? 2, 5, 6, 9. Klopf an. Die Tür scheint jetzt aufgeschlossen zu sein. Lala. Oh, da kann ich mich auffrischen. Dann gehe ich erst nochmal raus. Dann mache ich das nämlich. Als allererstes. Eine Vase voller Vase. Rose platzieren. Die Rose hat sich erholt. Sehr schön. Gluck, gluck. Okay, das war jetzt... Wo war das zuletzt gewesen? Bei... Krawasal... Bei der 11. Ich merke mir mal, bei der 11 habe ich das mit dem Rosenblatt gemacht. Weil ich habe... Das scheint mir... Also mit der Uhr... Ich meine nämlich, das ist was Neues. Keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie Auswirkungen darauf hat, was jetzt später in der Geschichte passiert oder nicht. Bitte nicht die Ausstellungsstücke anfassen. Sollte eines der Werke beschädigt werden, ist die verantwortliche Person dafür haftbar. Einige der Buchstaben fehlen. Wunderschöne Tage. Die Galerie ist wie ein gruseliger Vergnügungspark voller seltsamer Dinge. Wenn man hier seinen Spaß hat, verfliegt ein Tag wie im Nu. Ein wundervoller Ort, nicht wahr? Komm ruhig her und mach mit. Keine Sorge. Du hast hier viel Gesellschaft. Gary? Da ist eine Vase. Hier sind wir wohl sicher. Ein Glück. Die Zahlen stimmten anscheinend. Was ist, wenn ich eigentlich mit dir rede? Wächter der Zeit, okay. Ich habe wirklich keine Ahnung, was das hier für Auswirkungen hat. Aber gut. Gehen wir. Was ist das? Da ist etwas vor dem Spiegel. Goldener Fisch erhalten. Ein großer Spiegel. Nachdenkpose. Sieht immer gut aus. Der Gary gefällt mir einfach von seinem Design sehr gut, ja. Und er ist ein großer Typ. Ich würde sagen, der ist auch so wie ich hier. Gut 1,80 Meter. Dürrer Typ. Blasse Haut. Ich meine. Ich fühle mich da gleich hier angesprochen. Was steht da auf dem Spiegel? Sieht japanisch aus. Ein Teil des Fischs ist neben der gelben Dame. Was damit wohl gemeint ist? Ich wusste es. Ich wusste, dass da was auftaucht, aber ich wusste halt nicht wann. Ich glaube, das ist schlimmer, als wenn ich überhaupt nicht weiß, ob was passiert. Wenn ich weiß, da ist was, aber ich weiß nicht wann. Was ist das? Du. Augen zu halten? Nee. Nein! Halte ein! Im Namen der Liebe! Es hat dich doch nur erschreckt. Das hat dir kein Leid zugetan. Schon gut, Ebe. Das war nicht sehr erwachsen von mir. Gehen wir weiter. Der Kopf einer Schaufensterpuppe. Ein großer Spiegel. Ein Teil des Schiffs ist neben der gelben Dame. Ah, und jetzt ist der jetzt ist der Kopf hier unter zwischen seinen Beinen. War der schon vorher da? Nee, der hat sich hier reingemogelt. Bist du jetzt der gleiche wie da drin? Nein. Der Kopf einer Schaufel. Bei der gelben Dame.
Gelbe Dame? Ah, hier! Moment, da sehe ich doch was. Eine Statue ohne Kopf. Hm? Nicht du? Gelbe Dame? Ah, da, gelbe Dame. Da liegt etwas auf dem Boden. Löchriger Ball erhalten. Hm? Dieser Ball. Der könnte zu dem Fisch passen, den wir gefunden haben. Goldener Fisch und löchriger Ball kombiniert. Goldene Lampe erhalten. Ist das hell? Der Ball ist also eine Glühbirne. Hm? Ach, das ist ein Anglerfisch. Goldene Lampe. Klein, aber leuchtet stark. Fußballfischlampe. Ah, oh, oh, hey, sehr bitte. Hui, oder? Nee. Lass das. Jesus, Criminy, jetzt ist die gelbe Dame unterwegs. Willst du vielleicht eine Lampe haben? Ein goldener Elefant von einer Lampe herabhängt. Nein? Okay, alles klar. Muss ich jetzt die... Wo ist die gelbe Dame? Da unten ist sie. Ja, ich hab deinen Schatz, den willst du wieder haben. Steckt einen Fisch rein. Ein weißer Käfig hängt von der Decke ab. Goldene Lampe reinlegen. Goldene Lampe wurde von Gary hineingelegt. Wie jetzt? Das ist es nicht? Ich war mir sicher, das wäre so richtig. Okay, das war also nicht die Lösung. Aber, meine Damen und Herren, hier ist ein guter Punkt, diesen Part zu beenden. Also, wir haben jetzt Gary an unserer Seite. Er erklärt uns hier die schwierigen Wörter. Er teilt mit uns seine innigen Gedanken. Und ich kann mich hier mit ihm unterhalten. Ich bin nicht mal so alleine. Da fühle ich mich doch gleich mutiger. Und das ist was Gutes, ja. Ich fühle mich zwar mutig, aber trotzdem, solche Erschrecker kriegen mich trotzdem noch. Es sind einfach diese plötzlichen Sachen. Und besonders, wenn ich weiß, es kommt was. Und dann tue ich mich eigentlich doch drauf einstellen und dann erwischt es mich trotzdem. Na gut. Es ist ein bisschen hier so der Adrenalinschub. Adrenalinschub, ja? Es passiert, okay, jetzt muss ich reagieren. Das ist ein bisschen was, warum ich Horrorspiele genieße. Einmal wegen der spannenden Geschichte und... Wann muss man in Aktion treten? Wann muss man hier um sein Leben rennen? War besser hier um sein Leben rennen, als zu kämpfen. Würde ich wahrscheinlich im richtigen Leben nicht unbedingt machen. Außer ich wüsste, dass ich gewinnen würde. Aber gut. Wenn Ihnen, meine Damen und Herren, diese Ausgabe von Eve gefahren hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann sage ich, ihr 93 Turbo. I love and entertain you. Tschüss and goodbye.